Heute zeige ich euch Metal Slug 6 auf dem Dreamcast und das Beste daran, das Spiel ist nie für den Dreamcast erschienen. Bis gleich. Ja, moin moin liebe Leute. Heute will ich euch Metal Slug 6 auf dem Dreamcast zeigen und das Beste daran ist, das Spiel ist nie für den Dreamcast erschienen. Aber vor wenigen Tagen hat ein netter Mensch im Dreamcast Talk Forum ein GDI veröffentlicht mit Metal Slug 6. Und die meisten haben sich natürlich erstmal gedacht, wie kann das sein? Das Spiel ist nie für den Dreamcast erschienen. Das gab es nur in der Arcade auf der Atomos Wave Hardware, eine Kooperation zwischen Sega und Sammy, 2006 erschienen. Und ansonsten gab es so ein paar Versionen in den letzten Jahren im Rahmen der Gesamtvermarktung, Gesamtverwendung des Metal Slug Franchises. Also gab, glaube ich, einen PlayStation 3 Port, vielleicht auch einen PlayStation 2 Port, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es war in dieser Wii Collection mit drin. Und ansonsten, man kennt Metal Slug ja heutzutage auch zum Beispiel auf Steam über diverse Umsetzungen mit dem Dot-Emu, aber die Dreamcast-Version, die derjenige gepostet hat als GDI, ist tatsächlich keine Emulation, sondern es ist wirklich ein Port der originalen Arcade-Version. Und ihr seht es ja schon, es läuft ja schon hier im Hintergrund die ganze Zeit mit. Die Qualität ist überragend und ihr werdet es auch gleich am Ende sehen, wenn ihr das dann sozusagen Fullscreen genießen könnt. Es sieht unfassbar gut aus. Und ja, woran liegt das? Es handelt sich dabei tatsächlich um die Originalversion, die damals 2006 für die Atomos Wave Hardware erschienen ist. Atomos Wave war so ein Arcade-Board, was so ein bisschen als der geistige Nachfolger des Neo Geos von SNK gehandelt wurde, also das Neo Geo MVS, um da ganz konkret zu sein. Es war eine Kooperation zwischen Sega und Sammy und es basiert relativ stark auf der Sega Naomi Hardware. Und die Sega Naomi Hardware, auch eine Arcade-Platine, wiederum ist ja sehr stark auf dem guten Dreamcast hier basierend. Also ist quasi eins. Und ja, der nette Mensch im Dreamcast Talk Forum hat eben rausgefunden, indem er sich den MAME Quellcode genau angeguckt hat, also MAME ist dieser Multi-Emulatoren-Sammelsurium-Dings, was es schon ewig gibt. Auf jeden Fall hat er sich da den Quellcode angeschaut, hat festgestellt, Mensch, die haben ja da den Atomos Wave schon drin, die haben auch Naomi drin und irgendwie die Ähnlichkeiten sind sehr groß. Und was er dann gemacht hat, war, wir wissen nicht genau, wie er es gemacht hat, das hat er auch bis heute nicht verraten, aber er hat wirklich praktisch einen 1:1 Port der Atomos Wave Arcade-Version auf den Dreamcast gemacht. Und das ist also das Besondere daran, es ist keine Emulation, also es ist nicht irgendwie Dot-Emu basierend oder auf irgendwelchen anderen kruden Sachen, sondern es ist wirklich die Original-Arcade-Version, die man dann auf dem Dreamcast spielen kann. Und das Ergebnis ist wirklich extrem beeindruckend, weil die Qualität ist unfassbar gut. Also man muss ja immer noch bedenken, die Ähnlichkeiten zwischen Naomi, also der Sega Arcade Plattform und dem Dreamcast, die sind sehr, sehr groß. Also es ist quasi 1:1. Trotzdem war die Naomi technisch gesehen ein bisschen stärker. Und der Atomos Wave auch. Und wenn man sich jetzt die Dreamcast-Version anguckt, es ist wirklich, also die Bildqualität alleine, es läuft nativ mit 480p, was hier mein Dreamcast dank VGA-Box, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt sehen könnt, die liegt auf jeden Fall hier drüben, auch nativ ausgeben kann. Also das ist knackscharf, das sieht man insbesondere auch bei den Menüs, die Ränder sind alle ganz sauber gezeichnet, also es ist ein Traum. Es gibt im Spiel selbst ein paar kleinere Slowdowns, aber das kennt man ja von Metal Slug eigentlich auch schon. Was aber wirklich auffällig ist, es gibt deutlich mehr Animationen als bei allen anderen Metal Slug Teilen, die man so kennt und vor allen Dingen auch zwischendrin in einigen Missionen, das sieht man auch, ich glaube es ist Mission 4, hat schon fast so ein bisschen was von so einem Bullet Hell Shooter, also extrem viele Kugeln, die da rumfliegen. Und das ist ja auch bei Metal Slug immer eher selten, weil gerade auf dem Neo Geo war das wirklich eine der Limitierungen der Hardware, dass man halt eben nicht 50.000 verschiedene fliegende Objekte machen konnte. Das geht jetzt alles, das kann ich euch nur auch wärmstens empfehlen an der Stelle und der Port ist wirklich großartig und ja, er hat das released im Dreamcast Talk Forum, der liebe Megavolt, so ist da sein Nick.
Und wenige, ja, man kann sagen, Tage, Stunden später hat er auch noch nachgelegt und hat weitere Thomas Wave Games gebracht, also unter anderem King of Fighters, Samurai Showdown, Faster Than Speed, Maximum Speed, waren noch ein paar andere dabei. Werde ich euch auch noch in Videos dann zeigen, tatsächlich auf dem Dreamcast. Und ja, das Atomus Wave Portfolio ist jetzt nicht so groß, aber es ist da und ja, und meiner Meinung nach hat sich's allein schon wegen Metal Slug 6 gelohnt, weil es wirklich ist es ein sehr cooler Metal Slug-Teil. Und wenn man ihn bisher halt spielen wollte, musste man ihn entweder per Emulation spielen oder ja, musste halt irgendwie mit MAME rumfummeln, war aber auch immer nicht so geil. Und jetzt auf dem Dreamcast ist es wirklich super. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen, schaut euch das an. Falls ihr euch noch fragt, wie das denn jetzt dann von diesem Image-Datei, also dem GDI, auf den lieben Dreamcast gekommen ist, guckt euch das andere Video an, was ich zu dem Mode gemacht habe. Der liegt hier auch noch irgendwo rum, beziehungsweise ist jetzt eingebaut. Also hier dieser Kiste, wo man eben einfach Images auf eine SSD kopieren kann, die dann letztendlich in Dreamcast eingebaut ist und von der das dann gespielt wird. Und ja, so habe ich auch das Image dann letztendlich auf meinen Dreamcast gebracht. Und ja, schaut euch an, jetzt Metal Slug 6 im Fullscreen. Weitere Videos zu diesen Atomos Wave Ports werden auf jeden Fall folgen. Und ja, ich wünsche euch einfach damit viel Spaß, bleibt gesund und bis bald. Heavy machinery.
Mission complete. Mission 3, start!
Machine Gun. Okay. Rocket Launcher. Zanetsu Sword. Heavy Machine Gun. Machine guns. Thank you.
Ladies and gentlemen. Thank you. Yeah. Launcher. Heavy machine gun. Complete!